So, herzlich willkommen zu Meine Wenigkeit, den Capella, und zu einer neuen Folge zu Let's Play. Let's Play ist auch schön. Let's Play Deliverance Kingdom Come. Ja, das Schöne ist, das Spiel sagt einem nie, wann man schlafen gehen soll, etc. etc. Oh, ist das schon verdammt spät. Wir sollten abhauen. Wir wissen ja, was im letzten Part passiert ist. Pass etwas besser auf. Wir wissen, was leider geschehen ist. Und, ach guck mal, Hühner, Eiernester oder Nester allgemein sehen wir denn. Tja, wie wir selbst unsere Ausrüstung reparieren können, das ist mir ein Rätsel. Denn wir werden bald Probleme kriegen. Auch mit unseren Anziehsachen werden wir bald Probleme kriegen. Wie wir auch sehen, ist unser Brot jetzt auch so langsam nicht mehr das, was wir unbedingt nochmal essen wollen würden. Von da aus haben wir jetzt so langsam doch die Probleme, dass wir überwiegend verdorbene Sachen nur noch haben. Das ist echt ärgerlich. Naja, Trockenobst. Gibt uns sogar noch Energie. Ich verstehe gar nicht, warum. Und ist es das so ein einzelnes. Als Reiseproviant. Naja, okay. Das wollen wir dann doch noch nicht komplett verballern. Wir gehen erstmal pennen. Ich wollte eigentlich meine Fackel ausrüsten. Machen wir auch mal. Waffen, Fackel. Denn ich denke mal, es ist Feierabend. Wir haben jetzt keine weiteren großen Quests mehr und haben ja einiges miterlebt in den letzten Parts. Jetzt sind wir selber Stadtwache und müssen zusehen, dass wir ja irgendwo unsere Gerechtigkeit finden. Hier wohnen die ganzen Armschlucker. Der Wahnsinn. Und vor allem nachts in dem Spiel ist es ja wirklich so, du siehst absolut nichts. Wer bist du? Das ist nur eine normale Bürgerin. Okay. Ja, ab zum Bauernhof. Abschlafen, würde ich sagen. Wir haben zwar auch viele Aufgaben noch, Nebenaufgaben für den Ring zum Diebstahl. Ich weiß nicht, ob wir das ernsthaft tun sollen. Denn ich bin ehrlich gesagt eher abgeneigt, das zu tätigen. Bin mir da aber noch nicht so ganz sicher. Die Geräusche sind so geil, ne? Und der Himmel auch. Bewegt er sich? Ja, der Himmel bewegt sich. Die Sterne bewegen sich. Wunderbar. Schön gemacht. Auch wenn es natürlich so schnell sich nicht bewegt, meines Erachtens. Aber gut, ist egal. Aber ist Bewegung drin, das ist sehr schön gemacht. Und die Geräusche. Alter Falter, ich glaube, nachts im Wald wird es die hier auch nicht gehen. Das haben sie relativ realitätstreu nachgebaut, muss man ja mal sagen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo unser Hof ist. Also, war das der hier? Ich glaube, ja. Ja, ja, da ist wieder Kapuschke. Ach, jetzt hat er mit Mütze. Der arbeitet auch um die Uhrzeit noch hart. Ja, ja, ist ein ganz harter. Wo ist die Hütte? Da. Da wollen wir mal pennen gehen. Klar, wir müssten eigentlich auch mal mit Frauchen nochmal reden. Ist die hier? Nee, anscheinend nicht. Aus den Kopftoch essen. Machen wir mal. Ach, da gibt's immer Nahrung. Naja gut, das ist ja schon mal gar nicht mal so verkehrt. Wir müssen auf jeden Fall unser Obst wegschmeißen. Ob wir wollen oder nicht. Guck mal, also wir sind rein theoretisch sind wir fit. Wenn wir zur frühen Morgenstunde auf jeden Fall wieder wach sind, würde ich sagen, let's go sleep! Let's play sleep! Oh Gott, nee. Dafür geht aber unsere Sattheit natürlich wieder runter. Das heißt, wir kriegen wieder mehr Hunger.
Komfort, ich weiß gar nicht, was Komfort heißt, inwiefern, was Komfort jetzt bedeutet, müsste ich mal gerne wissen eigentlich. Das nächste Mal stelle ich das einfach ein paar Stunden vorher, damit das schneller geht. Weil ich glaube, vor 6 Uhr brauchen wir da nicht in der Stadt wackeln, weil da alle einfach mal noch pennen. Beziehungsweise wahrscheinlich pennen jetzt noch alle in dem Spiel. So, da liegt sie. Wir essen mal aus dem. Ach so, aufstehen. Wir werden uns erstmal essen. Ach so, man muss in den Topf etwas geben, damit man erstmal was kochen kann. Ja, das haben sie ja super realistisch mal wieder gemacht. Hut ab, Hut ab, Hut ab. Für Frauen haben wir momentan einfach mal keine Zeit. Wir haben ja gehört, wir sollten ihr ja eigentlich mal danken dafür, was sie für uns alles so getan hat. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wortwörtlich doch zum Jäger. Lassen uns dort ausrüsten. Beziehungsweise mal uns die Aufgabe anhören, die er hat. Darauf habe ich nämlich jetzt mal so Bock. Unabhängig davon gesehen, dass der nette Herr Vogt, wie auch immer, auch noch eine Quest für uns hat. So, was machst du hier? Arbeiten? Okay, er hat, er ist, keine Ahnung. Sag mal, kann ich meine Fackel auch. Schade, dass ich meine Fackel nicht per Kurzwahltaste irgendwie weglegen kann. Das ist leider irgendwie nicht so möglich. Wir gehen jetzt zum Jäger, Leute. Den Ring aus der Schenke, ich weiß es nicht. Das könnte man natürlich auch tun. Hier vorne ist es ja. Aber ich bin mir da so unsicher. Das müsste man mitten in der Nacht machen. Weil ich habe gesehen, die ganzen Frauen, die pennen da. Und wenn die dann pennen natürlich, dann kannst du natürlich ordentlich da durch die Wohnung sneaken. Und könntest dementsprechend, ja, agieren, handeln. So. Weiß gar nicht, welche Aufgaben wir da momentan alle derzeit ausgerüstet haben. Wir brauchen unbedingt ein Pferd. Aber ich denke mal, das kommt auch so oder so im Laufe der Geschichte, kriegen wir eh noch eins. Von da aus bin ich da relativ tiefenentspannt. Hallo Stadtwachen. Ihr seid auch gefühlt den ganzen Tag immer da. Immer Action hier. Immer Action. So, lieber Jäger. Ein Waffenhändler. Momentan bräuchten wir eigentlich eher Brot oder Brezeln. Ach, die Händler sind nicht da. Seht ihr, das meine ich. Es ist einfach noch viel zu früh. Zu solch einer unchristlichen Stunde. Da hinten war die Kirche, da wissen wir ja, da war nichts. Müssen wohl oder übel. Müssen wohl oder übel. Oh, hat aber offen hier. Hallo. Süßer Pfannkuchen. Nee, ich will nicht klauen. Ist denn bescheuert? Naja. Lasst uns handeln. Ah ja, okay. Was kosten denn eure süßen... Da haben wir die Preise. 1,2 ist das günstigste. Und das wäre dann ein Brötchen. Ein süßer Pfannkuchen. Okay. Haltbarkeit ist 4 Tage Haltbarkeit. Er hat 4 Tage Haltbarkeit und macht satt 9. Das Brötchen macht nur 7. Ist aber auch 4 Tage nur. Okay. Wiegt dafür aber weniger. Aber von da aus ist das eigentlich auch relativ. Ich würde sagen. Weiß ich nicht. Wollen wir? Müssen wir? Ich glaube, mit Obst können wir uns noch besser über die Runden halten. Erstmal. Das ist echt heftig in dem Spiel. Was man hier nicht alles beachten muss. Hier haben wir auch wieder ein Sternchen. Die haben überall Sternchen. Überall. Sternchen, Ausrufezeichen. Hast du nicht gesehen. Wir gehen aber erstmal zum Jäger. Servus, Jäger. Ich habe gehört, du hast ein Problem.
Guten Tag. Guten Tag, der Herr. Gibt es hier zufällig Arbeit für mich? Kommt drauf an. Wie ist dein Gehör? Was? Ich sagte, wie ist dein Gehör? Perfekt. Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt und besonders gut hört. Das sollte ich hinbekommen. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern in Käfigen, besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Warte mal, du verlangst doch sicher nicht von mir, auf der Suche nach Vögeln im Wald herumzuflattern. Nein, das nicht. Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt, also können sie nicht weit sein. Die Turmwache meinte, sie flogen Richtung Vranek. Ich habe hier Fallen. Damit solltest du sie leicht fangen können. Gut, aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern. Und bei Vranek gibt es einen Hügel voller Kiefern. Da stehen eine Menge Kiefern. Deshalb sollst du ja lauschen. Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang. Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus. Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren. Ich erinnere mich an die Melodien. Ich singe sie dir vor. Kannst kaum erwarten. Die Melodie geht etwa so. Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht. Du weißt doch, wie es ist. Die feinen Leute sind eben seltsam. Kannst du dir die Melodie merken? Ja, doch, glaube schon. Hab's mir gemerkt. Gut, hier sind die Fallen. Vergiss nicht, sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus. Nach einer Weile sollte sie hineintappen. Wird gemacht. Ich habe ja so das böse Gefühl, dass wir das total verkacken. Wir konzentrieren uns jetzt mal nur auf diese Quest. Der Ruf der Nachtigall. Das ist doch eine wunderschöne Aufgabe, liebe Leute. Was stellt man sich mehr vor als einen rackeren Helden? Ja, Jagdfieber war schon gar nicht mal so verkehrt. Nebenquests. Ruf der Nachtigall. Das ist am Arsch der Welt. Leck mich am Arsch. Da hinten. Da soll ich jetzt hinlaufen, oder was? Ach, du Scheiße. Ich befürchte ja, dass wir doch ein bisschen Nahrung brauchen. Nur so aus dem Prinzip, aus dem Bauch heraus. Vielleicht sind wir ja auch gut und bekommen vielleicht unterwegs noch ein bisschen Nahrung. Ich bin mir da absolut gerade unsicher. Ich weiß es einfach mal nicht. Was haben wir hier? Obst. Ja, komm, wir gucken mal, was die Obstpreise hier so im Spiel machen. Wie kann ich behilflich sein? Ja, das reicht mir. Das wäre alles. Dein Wechselgeld war mir wie immer ein Vergnügen. Million war irgendwie was mit dem Händler. Irgendwas war doch mit Million. Also den kannten wir da schon mal aus irgendeiner Vorgeschichte. Aber mach schnell. Dein Geruch sagt mir nicht sonderlich zu. Ups. Muss ich mich waschen in dem Spiel, ja? Sind die Preise denn deswegen teurer? Ich glaube nämlich ja. Ist das scheiße, ey. Ihr seid doch kacke alle. Ja, die Preise sind relativ teuer für einen Apfel. Wie viel satt macht er mich denn? 2. Na lecko mio, alter Falter. Sattheit aber hier 3 bei einer Bohne. Kostet weniger. Ah ja. Also ich krieg Sattheit 3 für eine Bohne, die 0,2 kostet. Ich glaube mal, diesen Preis kriegen wir nicht mehr getoppt. Sattheit minus 0,5, alles klar. Boah, Sattheit 16. So einen schönen dicken Kohl in der Hand, alter Falter. Energie. Ach, guck mal. Einige geben Energie, einige nicht. Kohl gibt zum Beispiel keine Energie. Komm, dann kaufen wir uns 2 Kohl. Und weil es so schön war, 7 Birnen. Wollen wir unseren Warenkauf, ja, Handel abschließen. Dankeschön. Ich gehe auch bald waschen. Auf. Selber aufpassen.
Verdammt. Wo konnten wir uns nochmal waschen? Da. Du hast dich so gut gewaschen, wie es in einem Trock geht. Wunderbar. Mehr wollten wir nicht. So, wir machen jetzt diese Quest. Ist mir jetzt scheißegal, ob wir da verhungern, verdursten, krepieren. Würde es mich jedenfalls nicht wundern, wenn wir da deswegen auf krepieren könnten, würden. Nichtsdestotrotz müssen wir uns ja irgendwie ausrüsten. Ich denke mal, ich mache mir da auch zu viel im Kopf. Denn ich denke mal, man kann durchaus hier überall Nahrung finden. Würde ich jetzt mal behaupten. Bloß der Weg ist halt echt heftig. Und ich weiß nicht, ob ich mitten durch den Wald will gerade. Oder doch lieber den Weg nehme. Aber das ist ja das Schöne an diesem Spiel. Dieses entspannte Zocken. Du hast hier keine Zeit, keinen Druck. Außer, dass du weißt, du musst bald essen, etc., etc. Aber momentan sind wir ja relativ gut gestellt. Wir müssen mal gucken, ob wir zu Hause nochmal was finden. Das liegt ja jetzt auf dem Weg. Deswegen wäre es irgendwie falsch, wenn wir da jetzt sagen würden, nee, machen wir jetzt nicht. So, lad mal deine Ausdauer wieder auf. Das dauert ja immer so immens lange. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern wir Blümchen pflücken können, uns eigene Tränke herstellen können. Aber bislang habe ich noch nie irgendwelche Blumen gesehen, die irgendwie leuchten oder besonders aussehen, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich gibt es die auch so an sich nicht. Das wäre dann wahrscheinlich auch auf der Karte irgendwie eingezeichnet. So, das ist... Genau, wir gehen noch mal ganz kurz hin. Vielleicht hat sie ja Essen gekocht. Vielleicht. Und vielleicht sollten wir ihr mal wirklich Hallo und Danke sagen. Das wäre ja doch mal ganz angebracht vielleicht, wenn wir sie denn finden hier. Da, deine Mütze fehlt wieder. Plopp. Also. So. Einmal öffnen. Sie pennt noch! Sie pennt noch. Ach, was? Nein, hau ab. Okay. Ja, ist gut. Dann geh ich. Dann ist das so. Tschüss. Ja, okay. Mit der Frau können wir erstmal nichts tun. Die ist erst mittags aktiv. So, mal gucken, was wir heute für ein Abenteuer erleben. Hier haben wir einen Gerberer, aber leider auch keine Aufgaben. Ich hätte ja ganz gerne tolle Aufgaben bekommen. So, gucken wir uns hier mal ein bisschen genüsslicher um. Wir haben jetzt die Zeit... Ich glaube, hier war ich ja schon mal. Hier habe ich ja schon mal so grob geguckt. Was, ob es hier was Besonderes gibt, aber hier gab es nichts Besonderes. Von da aus... Ich glaube, das Pferd hätten wir dann wahrscheinlich auch dann bekommen, wenn wir... Das sieht schon fett aus, ey. Die ganzen Felder. So, jetzt will ich mal ganz kurz was gucken. Können wir an den Feldern irgendwas machen? Nee. Wir können zwar drauf rumtrampeln, aber das war's dann auch schon wieder. Was haben wir denn hier? Ist das so eine Art Kornspeicher? Oh ne, ist einfach nur schlecht, nix gefüllt, kein gefülltes Lager. Schade. So, und schön drauf achten und schön die Ohren lauschen, ob wir deinen Vogelgezwitscher hören, was so in dieser Richtung, wie der junge Mann uns das gezeigt hat, ob wir da irgendwas finden, aber ich bezweifle es ganz stark. Ich weiß so gar nicht, wie weit wir jetzt schon gelaufen sind. Ah, wir gucken uns hier mal an. Es liegt ja alles so auf diesem Weg hier. Was ist das hier? Eine verlassene Hütte oder was? Die wird heu gelagert, so sieht's aus. Aber mehr ist hier auch nicht. Ist auch noch ein Feld. Aber auch nichts Besonderes. Was ist das? Wie ist das eigentlich mit Fischen? Kann man hier Fische fangen? Na, es ist nicht so seicht, wie es aussieht. Aha, also in ganz tiefe Gewässer will er selber nicht. Verstehe. Schwimmen können wir also nicht. Damit hätten wir schon mal eine andere Frage beantwortet. Gucken wir nochmal die Karte an.
Okay, wir sind schon mal in der richtigen Richtung. Wir müssten auch eigentlich, wenn ich das so richtig sehe, den Fluss überqueren. Da hinten irgendwo soll das sein. Meine Fresse, ist aber ein riesengroßes Waldgebiet hier, ne? Ich lauf einfach mal rüber. Wird schon nicht schaden. Hier sind auch voll viele Bäume abgefällt. Kommen wir darüber? Wahrscheinlich da. Ja, da sind viele Steine. Da können wir, glaube ich, rüberlaufen. So. Ab jetzt heißt es Ohren lauschen. Also nicht wundern, wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger werde. Da Fische. Fische. Da Fische. Gibt's. Ist hier ein Anglerspot eigentlich? Ich würde ganz gerne ein paar Fische mitnehmen wollen. Aber nee, können wir anscheinend nicht. Du hast entdeckt. Wran. Und ich höre einen Hund. Das macht mir auch noch Sorgen. Dann lauschen wir mal. Da ist ein Hase. Da ist ein Hase. Shit, jetzt rennt er vor uns weg, ne? Oh, wir haben ihn getroffen. Wahnsinn. Was haben wir? Wir haben den Pfeil wiederbekommen und Hasenfleisch. 16 Hasenfleisch, wollt ihr mich verarschen? So viel? Wow. Das ist ja fett. Okay. Ich würde gerne meinen Pfeil wieder haben wollen. Da ist er ja. Nee, kriegt man nicht. Zum Glück haben wir einmal den Hasen getroffen. Aber ist egal. Ich höre derzeit echt nichts. Oh, was haben wir denn hier? Ein Lager? Wow, das ist ja cool. Ich habe ein Lager gefunden. Aber irgendwie nichts Besonderes. Wein vergiften? Wer ist denn das hier? Aus dem Topf essen? Wir essen mal eiskalt einfach mal aus dem Topf. Wir wissen selber nicht, was hier ist. Gucken nochmal auf die Karte. Riesengroßes Waldgebiet. Also ich habe noch nicht gehört. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Und überlegt mal. Jetzt nur mal so zum Dahinschmelzen, Leute. Die Burg da hinten. Das ist da, wo wir waren. Oder? Oder erzähle ich Mürre? Ja doch, das ist die Burg. Das ist der Wahnsinn. Nur vom Ausblick her. Schon geil. Gut, also wir wissen, wir haben schon mal Hasen. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man Hasen... so gesehen auch das Fell abzieht. Weil da hatten wir ja auch mal eine Quest. Okay, hier haben wir es. So, jetzt. Das klingt echt scheiße. Das wird wahrscheinlich ein Questgegenstand. Wie benutze ich das?
fallen lassen kann ich das. Das bringt mir ja wahrscheinlich nichts. Wir kommen der Sache auf jeden Fall näher. Nur weiß ich nicht, wie man jetzt diese Falle benutzt, um ehrlich zu sein. Was steht denn in der Quest drin? Nee, der Ruf der Nachtigall. Drei kostbare Nachtigallen sind aus der Obhut, dass die in der Welt antwortet. Ich bin hier ohne den begeisterten Vogelkunde, sonst einen anderen Luppenpack durch den Forst. Doch Abwechslung, finde die Nachtigallen. Mehr ist da nicht. Ich habe aber jetzt einen Piepmatz gefunden. Ist das echt so simpel gebaut, dass man jetzt sagt, okay, ich lasse einfach die Falle fallen? Hier haben wir Baldrian. Ja, aber... Okay, muss ich auch ein bisschen weiter weg. Das kann natürlich auch sein. Gut, ich hau erstmal ab. Ich verstehe die Aufgabe nicht, um ehrlich zu sein. Oder sehe ich den Vogel einfach nicht vor meinen Augen? Wie ist der hier irgendwo? Es klingt so, als wenn er da oben an diesem Baum ist. So klingt das. Oder muss ich einfach nur eine Falle da hinlegen und drei Stück finden? Das würde ich ja dann verstehen. Aber ich würde sagen, ich mache erstmal einen kleinen Cut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und mal gucken, wie wir das mit dem Vogel lösen. Vielleicht müssen da erstmal ein paar Beeren rein. Das hat er ja auch gesagt, ne? Die müssen ja angelockt werden irgendwie. Aber wir gucken einfach mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da Rinsen mit einem bekannten Grinsen. Tschüss.